Seid gegrüßt, willkommen zurück zu Let's Play Icewind Dale 2. Ja, das Unterreich haben wir hinter uns. Ich habe hier nichts gemacht. Wollte ich was machen? Ich weiß es nicht. Oh, ein Ring, der zweimal täglich Schild wirken kann. Ist ja herrlich. Ich denke, ich wollte was machen und habe es nicht getan. Egal, wir reisen jedenfalls nach Kuldahar, denke ich. Oder irgendwie Kuldahana. Oder... Oh, da seid ihr ja. Seid ihr jetzt bereit aufzubrechen? Ja, wir sind bereit, nach Kuldahar aufzubrechen, Oswald. Ausgezeichnet. Ich muss nur noch ein paar Schalter in die richtige Position bringen und, Marali, zieh dein Geschirr an und setz deinen Helm auf. Nein, andersherum. Ja, genau. Los geht's. Es kann nur schlimmer werden. Schließlich brachte mein Onkel die Abenteurer nach Kuldahar. Ich wünschte mir, sie hätten das Dorf in seinen glücklicheren Tagen gesehen. In einer Zeit, als die Legion vernichtet war und Kuldahar sich wieder mit seinen Feinden versöhnte. Doch die Abenteurer, die hierher kamen, sahen ein leeres Dorf. Ein Dorf, dessen Bewohner aus Angst durch die Yanti oder deren Verbündeten von der Chimärenlegion den Tod oder ein noch schlimmeres Schicksal zu erleiden, geflohen waren. Ich habe bruchstückhafte Erinnerungen an meine Kindheit, wie ich mit Onkel Oswald in seinem Luftschiff reiste und auf Isolurs Knien saß, der mir erklärte, wie die Blumen wachsen. Doch an kein Ereignis aus meiner Kindheit erinnere ich mich greifbarer, ja plastischer, als an die gequälte große Eiche, an ihre Wurzeln, die von den Yanti zerhackt wurden. Bis zum heutigen Tag kann ich diese blutenden Stümpfe sehen, wenn ich krank bin und fiebere. Der Schmerz reicht weit über die Pein jeder Krankheit hinaus. Kein Mann, keine Frau, kein Kind, das in Kuldahar aufwuchs, wird den Anblick je vergessen, der sich uns bei unserer Rückkehr in das Dorf bot. Damals bedeutete uns der Sieg auf einmal nichts mehr. Fertig. So, da sind wir. Das war gar nicht mal so schlimm, was? Na, wenigstens ist das Luftschiff nicht wieder abgestürzt. Also, ich habe mir keine blauen Flecken geholt. Bitte sei mal still. Und wehe, du nutzt die Gelegenheit, während ich mit den lieben Abenteurern rede, wieder die Trankschüsseln auszulecken. Das wird dich nochmal in Schwierigkeiten bringen. Oha. Was fragen wir ihn denn? Ja. Was ist der große Turm in der Mitte der Lichtung? Das ist ein Wachturm. Früher war das ein Getreidespeicher, aber Iselor und Yamsi meinten, es wäre eine gute Idee, das Gebäude als Wachturm zu verwenden. Wer ist Yamsi? Ein ziemlicher Griesgram. Seine Eltern wurden damals, als er noch ein Kind war und es all die Probleme gab, von den Orks getötet. Jetzt ist er der Hauptmann der Stadtwache, aber in seinem Herzen steckt immer noch ein schwarzer Stachel. Was ist dieses zerstörte Gebäude im Norden? Das? Dort hat Mutter Egenia Isair und Made aufgezogen. Sie ist dort noch immer begraben, aber die Dorfbewohner haben das Haus abgebrannt. Wer ist Mutter Egenia? Es tut mir leid. Ich könnte es euch erzählen, aber ich glaube, dass es euch Iselor besser erklären kann. Was mit Egenia, Isair, Made und mit der Mutter der Zwillinge geschehen ist, ist eine sehr traurige Geschichte. Wie kommt es, dass Marali in Kuldahar aufgewachsen ist? Sie hat nicht immer bei mir gelebt. Oh nein! Marali wurde von meinem Bruder und seiner Frau getrennt, als Goblins ihr Dorf überfielen. Wir haben nun bereits seit 5 Jahren nichts mehr von ihnen gehört. Ich passe aber gerne auf die Kleine auf. Wie kommen wir von hier zur abgetrennten Hand? Ihr könntet auf dem Weg zu den Schlachtfeldern hinuntergehen, aber die Chimärenlegion hat den Großteil der Straßen zerstört. Iselor wird schon wissen, was zu tun ist. Geht einfach nach Osten über die Brücke und an der Mühle vorbei. Oh ja. Oswald, warum ist es hier so warm?
Alles andere im weiten Umkreis ist von einer dicken Schneedecke bedeckt. Die Magie der großen Eiche sorgt dafür, dass es hier im Dorf das ganze Jahr warm ist. Seitdem der Herzstein wieder hier ist, ist der Wärmekreis gewachsen, zu einem größeren Kreis herangewachsen, also mit einem größeren Durchmesser, meine ich. Ja, was der Herzstein ist, sollte hier eigentlich jeder wissen, auch jeder, der zuguckt. Ah, wir können ja trotzdem mal fragen. Was ist der Herzstein? Er ist eine heilige Reliquie der Druiden von Sylvanus. Er verfügt über eine unglaubliche Macht. Er kann heilen und verfügt über starke Erkenntnismagie. Er ist einer der beiden Gründe, warum in Kuldaha ewiger Sommer herrscht. Die große Eiche ist der zweite Grund. Ja, damit haben wir wohl alles in Erfahrung gebracht, was er momentan weiß. Dann lebt wohl, Oswald. So. Ihr seid also endlich zurück. Die Geduld meiner Herren war schon fast zu Ende. Marali, komm sofort mit mir ins Luftschiff. Wer ist das? Ich fürchte, ist ja auch egal. Bitte sprich richtig mit mir, damit ich nicht unter Zeitdruck Texte lesen muss. Er hat eine große Hand auf seinem Schild. Wo kommt der nur her? Pah. Der Gnome kann sich nirgends verstecken. Genau wie ihr euch nirgends verstecken könnt. Bettelt. Wenn ihr wollt, doch am Ende werdet ihr sterben. Genau wie Kuldaha vergehen wird. Wer seid ihr und was macht ihr hier? Ich bin Hieferus, die Hand von Tyrannos. Dieses Tal gehört der Chimärenlegion. Alles Leben darin gehört uns. Und damit zu tun, was wir wollen. Diese Narren im Wachturm sind bereits tot. Und der Druide Iselor. Alle werden der Chimäre im Tod dienen. Die Legion hat also Kuldaha noch nicht erobert. Euer Eroberungsfeldzug ist noch lange nicht beendet. Außer natürlich, ihr führt jetzt mit Worten Krieg. Achso, Iselor und die Bevölkerung von Kuldaha leben also. Ja, das ist natürlich viel besser. Zeit und Tod sind uns wohlgesonnen. Hund, viele von ihnen haben wir bereits getötet. Nur eine Handvoll ist übrig. Versteckt sich hinter Mauern, wie kleine Kinder. Ich habe bereits ihre Gefallenen und die Körper ihrer Ahnen gegen sie gesandt. Sie werden fallen. Kuldaha wird brennen und all seine Werke werden der Chimäre zu Füßen gelegt. Was den Halbbrut-Druiden angeht, er kann mich nicht ewig ignorieren. Ich werde ihn von seinem kostbaren Herzstein weglocken und ihm dann sein Herz aus der Brust reißen. Iselor ignoriert euch. Was für eine große Bedrohung müsst ihr doch darstellen. Der Feigling versteckt sich hinter der Macht des Herzsteins. Aber er wird sich nicht ewig verstecken können. Meine Truppen werden dieses Tal plündern, bis er keine andere Wahl hat, als herauszukommen und sich uns zu stellen. Der Einzige, der hier auf eine feige Taktik verfällt, seid ihr. Ist die Legion schon so verzweifelt? Was könnten wir denn sonst noch Schönes? Ich hätte nicht gedacht, dass ihr auf einen so offensichtlichen Trick hereinfallen oder uns gar hier allein begrüßen würdet. Dachtet ihr, wir wären nur die Verstärkung, die ins Tal kommt? Ja, das könnte man ihn auch fragen. Der Tag wird niemals kommen. Euer Böses findet hier ein Ende. Das ist doch auch schön. Nehmen wir das. Mutige Worte. Doch meine Pläne für euch sind schlimmer als der Tod. Wenn ich eure Leichen belebe, werde ich darauf achten, dass ihr einen besonderen Platz in den Rängen der Legion einnehmt. Und auch Tyrannos wird zufrieden sein. Ach ja, er teleportiert sich weg, oder was? Wenn wir uns wiedersehen, werde ich dafür sorgen, dass eure Leichen die Banner der Chimäre tragen, während wir auf die Zehnstädte marschieren. Ach ja, er ist ja feige, habe ich ja gesagt. Was seid ihr? Gruftschrecken. Ach so, wenn es sonst nichts ist. Wir machen mal hier den hier. Komm her, du Kröte. Los, mach es. Danke.
Gruftschrecken sollten wir anständig tot bekommen, denke ich. So viel zur sanften Tour. Ich wasch mir Von den Fallen, die mal wieder zurückfliegen, wissen wir schon, oder? Ja, stimmt, ich habe ja nicht in den Inventaren rumgezogen. Das habe ich euch, glaube ich, schon erzählt. Das ist leider ein bisschen her. Ich hatte letzte Woche auch nicht die Zeit. Und wenn ich Zeit gehabt hätte, war ich mit Gothic-Spielen beschäftigt. Tja, kann man halt nichts machen. Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut! So, alle Gruftschrecken sind weg. Das, wir können ins Luftschiff gehen. Aha. Gucken wir noch mal. Hallo Luftschiff. Sind die Gruftschrecken tot? Ich meine, jetzt zum zweiten Mal tot. Oh, okay, Asphalt. Seid ihr keine gnomischen Gruftschrecken? Keine gnomischen Gruftschrecken. Ja, was sollen auch gnomische Gruftschrecken ausrüsten? Ah, wieder zurück. Ich hoffe, es entwickelt sich alles zum Besten. Diese Yanti können sich an eine... Zeig mir mal ein Angebot. Denke, Lava interessiert mich gerade nicht. Yiddifell. Gar nicht mal so gut. Hätte ich ja gar nicht mit gerechnet. Ringschild. Das macht dann nochmal... Ja, relativ unwichtig. Dafür so viel Geld... Was, sind Säurebolzen so viel wert? Sind die so viel besser? Ach so, ja, doch sind sie. Gut, die verkaufe ich garantiert nicht. Hey, was Wie gibt's ihr da? Wünscht. Alles meins. Tschüss. Wie ich glaube, ich habe das, was ich wollte. Ah, ich denke mal, dass das so mit so ein paar Gruftschrecken hier nicht getan war. Das speichern wir doch mal. Unterwegs. Und, haben wir jemanden vergessen? Nee, sind noch alle da. Warum steht die dann so komisch? Naja. Ich war ja frisch ausgeruht und Person beherrschen, Hexenmeister. Ja, das wäre bei dem Großen vielleicht gut gekommen. Na, was machen wir denn? Wir können den hier, wir können Schutz vor Böse und wir können mit dem Priester mal anfangen. Und danach können wir hier anschließend fröhlich rumrennen und alles einfach niedermetzeln, was irgendwie auch nur ansatzweise vor unsere Truppe läuft. Hier, komm mal näher ran. So, ach ja, ich habe meine Grafik nicht umgestellt. Ich habe meine Hardware-Beschleunigung nicht ausgemacht. Ja, das kann ich gleich machen, wenn ich dran denke, was nicht passieren wird. Aber ich kann es mir ja mal vornehmen. Wie gesagt, wir werden nächstes Mal immer noch mit Hardware-Beschleunigung und Ruckeln spielen, was keinen Sinn ergibt. Außerdem rede ich jetzt schon wieder darüber und das wollte ich ja eigentlich nicht mehr. Aber ich müsste ja nicht darüber reden, wenn bestimmte Firmen fähig wären, Nvidia, anständige Treiber zu programmieren mit 2D-Unterstützung von der Hardware. Aber wenn man dazu natürlich nicht in der Lage ist, dann ist das halt nicht so. Ah, da kann ich nun mal nichts dran ändern. So, hat er jetzt schon gezaubert oder nicht? Ich hab mich drauf geachtet. Gedankenschild, nee. Machen wir den hier noch. Zauberst du gerade auch was Tolles? Machst du nämlich den hier noch, dann machst du noch einmal Hass drüber. Für die Gruppe. Und dann laufen wir da mal richtig schön hier in den Feind. So, einmal speichern bitte. Wenn das weiter nur Gruftschrecken sind, dann kann das ja nichts Dolles werden. Oh cool, da stehen Bäumchen. Die Feldfrüchte könnten normalerweise nicht im kalten Klima des Grates der Welt wachsen. Ach ja, so ist das also. Wir gehen erstmal unten lang. Tüdelüdelü. Ach, hallo Gruftschrecken. Na, was machst du da oben? Ach, und noch andere sind dazwischen. Gespenst. Spegenst. Ja, Spegenster. Und die Gruftschreckenfürsten. Ich mach so schmerzlos wie möglich. Spür meine Die Autokarrieren, das wäre ja mal gut. Gruppenzusammenstellung ist in Ordnung. Wo war denn der Knopf dafür? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da einen Knopf für gab. Oder nur eine Taste, das kann natürlich auch sein. So, das Spegenst ist auch tot. Ein guter ich mach so schmerzlos wie möglich. Der Sieg ist unser! Ja, ich greife alle mal an, bevor sie sterben. Attacke! Was
machst du da an? Geh mal da weg. Du hast keine Pfeile mehr. Sie hat doch die unendlichen Pfeile. Genau, dann gib mal einen her hier. Dann setzen wir da rein. Dann benutzt die auch einfach mal einen. Und irgendwann lege ich in einem Gebiet einfach alle Pfeile ab. Ich habe genug davon. Ach so, hast du Bolzen? Nein, wir haben ganz viel Säurebolzen, habe ich irgendwie mal eben festgestellt. Das war so nicht... Wo ist der hin? Naja, egal, ich habe ihn doppelt angeklickt und er ist weg. Ich habe ihn weggeglitscht. Benutzt die dann bitte auch mal. Und geh dahin. Du gehst hier hin. Eure Sonne des Lebens versinkt gerade hinter dem Horizont. Bin ich ja mal gespannt. Normale Pfeile machen allerdings bestimmt nichts an den meisten Gegnern hier. Skelette waren auf Stichangriffe ja noch nie besonders anfällig. Naja. Aha. Läuft ja schon viel besser, wenn Leute Waffen benutzen, mit denen man trifft. Schaden macht man mit denen ja nicht unbedingt an Untoten, aber man trifft zumindest. Wie groß ist denn das Gebiet? Ach, das war's schon fast. Ach, das ist... Moment. Also da, wo das Luftschiff jetzt drin sitzt, das war ganz früher mal ein kalter, zugeschneiter Pass. Und zwar führte der nach Osthafen. Osthafen? Ja, ich glaube, es war Osthafen. Was soll sowas denn jetzt? Jetzt müssen wir wieder von oben her zurückkommen. Ist doch langweilig, wenn ihr die Fernkämpfer Nahkampf angreift. Was darf es denn sein? Ich werde euch den Weg des Kriegers zeigen. Ich hab doch gesagt, dass das langweilig ist. Könnt ihr da bitte... Ja, alles klar. Ist hier gerade irgendjemand nach oben gerannt, voll Panik? Was machst du denn da? Überhaupt kein Problem. Können vielleicht noch ein paar mehr kommen. Wenn ihr wollt. Hier, geht lieber mal weg. Zwerg, was machst du da? Ich möchte euch da alle mal nicht haben. So... Was machen wir denn da? Das kommt irgendwie von oben nach unten, oder? Nicht, dass das was ändert, wenn da irgendwie ein Gebiet kaputt geht. Gut, es macht jetzt nicht so viel Schaden, wie ich gehofft hätte. Ich glaube, wir sind in einer ziemlichen Scheißsituation. Natürlich. Was wollt ihr? Attacke! Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Vielleicht bringen ja die Besserung. Zum Kampf! Nicht wirklich. Komm du da mal bitte runter. Tut mir leid, aber ich kann keine Gnade walten lassen. Eure Sonne des Lebens versinkt gerade hinter dem Horizont. Das war taktisch sehr, sehr unklug, aber es funktioniert irgendwie. Naja, es ist halt nur so. Eure Sonne des Lebens versinkt gerade hinter dem Horizont. Untotes. Mehr Abfahrt zum Plündern. Das sind fast nur noch Glätzbogenschützen da. Nur die sollten wir irgendwie Herr werden. Wobei ja gerade Säurebolzen gegen diese komischen Kaltgerüste sehr nützlich sein sollten. Ich werde euch den Weg des Kriegers zeigen. Wenn man so genau drüber nachdenkt. Die müssten eigentlich einen dicken Bonusschaden machen, weil die ja eigentlich nur wegätzen dürften. Gut, ist ein bisschen Magie in ihnen drin, aber... Damit kann man ja nun auch nicht alles rechtfertigen. Euer Leben hat keine Zukunft. Naja, ich lasse das da mal liegen. Wenn ich reingehe und dann noch was anderes mache, dann sind die vielleicht weg, die ganzen Torso, die ich da platziert habe. Oh, man hört auch Vogelgezwitscher. Oder? Stimmt es, stimmt es nicht? Ich mache mal eben meine Kopfhörer lauter. Ja, im Prinzip ist der Hintergrund nur irgendwelches Gezwitscher. Ich hab ein großes Tor. Das war da doch früher nicht. Heißt, sind wir doch nicht da, wo ich denke, wo wir sind, obwohl es eigentlich sein müsste. Tja. Wir könnten mal in den Turm rein. Wir könnten auch da hinten hin. Wir könnten auch gucken, was es jenseits der Brücke gibt. Ich glaube, wir gehen erstmal in den Turm. So, gucken wir mal, ob der Turm aufgeht. Er ist verschlossen. Mal sehen, wie lange noch.
Das war schon mal nicht gut. Obwohl, eigentlich ist es egal. Aber sicher. Au, das ist jetzt dafür viel zu laut. Nur weil ich die Fauna im Hintergrund hören wollte. Ja. So, wen gibt's im Turm? Jeremsi. Was zum Verdammt? Wie sind die... Sie sind in den Turm eingedrungen. Ich wusste doch, dass wir dem Kampf zu ihnen hätten bringen sollen, anstatt uns hier wie verängstigte Kinder zu verstecken. Nathaniel, schalte die in den vorderen Reihen aus. Wir werden mit ihren Körpern die Türe blockieren. Los! Nathaniel, ist das der, den wir kennen aus dem Eispalast, oder ist das ein anderer? Haltet ein, wir sind mit Oswald gekommen, nicht schießen! Jeremsi, bitte, es ist die Wahrheit, ich erkenne sie wieder. Hulgur hat mir im Eistempel das Leben gerettet. Senkt euren Bogen und sperrt eure Pfeile, für den Feind. Also sind sie die Söldnergruppe aus den 10 Städten, vor der wir so viel gehört haben. Durch Nathaniels Geschichten hätte ich eigentlich mehr erwartet. Seid ihr nun gekommen, um uns zu helfen oder nicht? Ja, wir sind gekommen, um zu helfen. Bin ich mir noch nicht so sicher. Wir sind hier, um uns selbst zu helfen. Söldner werden in den 10 Städten gut bezahlt. Wir sind hier, um der Bedrohung der 10 Städte durch die Legion ein Ende zu bereiten. Wenn ihr das wissen wollt. Ja, das kann man so nennen. Aber wir helfen mal. Wir werden sehen. Ich bin das einzige Mitglied der Bürgerwehr von Kuldahar, das am Pass noch übrig ist. Naja, außer Nathaniel hier. Aber der scheint nicht viel mehr zu können, als Geschichten über eure Taten zu erzählen. Ich bin Jeremsi. Ich habe hier das Kommando. Wir sitzen in diesem verdammten Turm fest, seitdem dieser Priester aus der Legion damit begonnen hat, in Hortgastal die Toten zu erwecken. Ich wollte ihn zur Strecke bringen, aber Nathaniel sagte uns, wir sollen auf euch warten. Oh, ich will nicht zurück in dieses komische Totental. Ihr habt euch mit dem Herkommen ganz schön Zeit gelassen. Ich dachte schon, wir würden ganz sicher überrannt werden. Wir trafen den Priester, von dem ihr spracht. Doch er verschwand, bevor wir ihn aufhalten konnten. Wisst ihr, wo er hin ist? Die Reise durchs Unterreich kann so einige Zeit in Anspruch nehmen. Ach ja, dann wäre da noch der Priester des Tyrannos, der uns direkt nach unserer Ankunft bedrohte. Tut mir leid, dass wir euch all diese Umstände gemacht haben. Ja, genau so. Nicht zu billig verkaufen. Moment mal, ihr habt den Anhänger des Tyrannos getroffen? Was wollte er? Er hat uns nur ein paar Drohungen ausgestoßen. Wisst ihr, wo er jetzt ist? Ja, das tue ich. Der Feigling ist in seiner Höhle, in Hortgastal geflohen. Sie liegt im Norden, jenseits des großen Tors. Der Bastard hat die Gräber im Tal geöffnet, die Leichen wiederbelebt und ausgeschickt, um alle zu töten, die ihnen über den Weg laufen. Jetzt lässt er sie den Pass zerstören und versucht so Iselor dazu zu bringen, den Herzstein zu verlassen. Als ich erkannte, von wo aus er angriff, verschloss ich den Zugang zum Tal. Dadurch saß er zusammen mit seinem Neo-Orox in der Falle. Ich glaubte, das würde ihn... Nun erscheint einen Weg darum herum gefunden zu haben. Nathaniel, wenn der Rest seiner Truppen dort herauskommt, dann sind wir tot. Wir können den Turm ja jetzt schon kaum halten. Das hat mich nicht gerettet, Jeremsi. Senkt eure Stimme. Wir alle müssen mit dieser Situation fertig werden, so gut es geht. Gibt es einen Weg in das Tal? Vielleicht könnt ihr ihn aufhalten, bevor er noch mehr Schaden anrichtet. Ich könnte den Zugang öffnen, wenn ihr sicher seid, dass ihr mit ihm fertig werdet. Ich zweifle nicht an euren Fähigkeiten. Aber ich spüre, dass sich etwas abgrundtief Böses in diesem Tal verbirgt. Etwas, das nicht allein von diesen Anhängern des Tyrannos herrühren kann.
Hier ist noch eine weitere Kraft am Werk. Auch wenn ich nicht weiß, welche. Öffnet einfach das verdammte Tor, Nathaniel. Wenn sie den Kampf zu ihm tragen wollen, dann sollen sie es tun. Wir können nicht einfach hier rumsitzen und darauf warten, dass er den Rest von uns abschlachtet. Und Iselor hat genug damit zu tun, den Herzstein gegen die Yanti zu verteidigen. Wir können nichts gewinnen, wenn wir darauf warten, dass der Priester wieder zuschlägt. Öffnet das Tor und wir werden den Priester aufhalten. Also gut, ich werde das Druidensiegel am Tor verändern. Für euch wird es sich öffnen, aber nicht für diese widerwärtigen Priester oder seine Truppen. Wenn ihr euch dem Priester des Tyrannos stellt, müsst ihr auch all seine Truppen vernichten. Nicht nur, weil die Legion nicht von eurer Ankunft erfahren darf, sondern auch, weil die überlebenden Gruftschrecken oder untoten Bestien weitere Artgenossen erzeugen werden. Der Sieg über die Truppen des Tyrannus muss vollständig sein. Aber passt auf, wenn ihr das Tal betretet, ich frage mich, welche anderen Kräfte der Anhänger des Tyrannus auf dem Friedhof noch zum Leben erwecken will. Ich habe die Befürchtung, dass sich noch eine weitere, dunklere Absicht hinter seinen Handlungen verbergen könnte. Eine dunklere Absicht? Bei den Göttern, Nathaniel, seid ihr blind! Wir sind von der Stadt abgeschnitten und stehen knietief in Kuldahars Toten. Zügelt eure kryptisches Gebrabbel und macht euch entweder nützlich oder haltet den Schnabel. So langsam wünsche ich mir, dass nicht Gerbasch, sondern ihr nach Kuldahar gegangen wärt. Er weiß wenigstens, wie man eine Armbrust hält. Ihr habt jemand nach Kuldahar geschickt? Ja, das mussten wir, um sie vor den Untoten zu warnen. Iselor, der Erzdruide, soll den Herzstein in der Mitte der Stadt örtlich von hier bewachen. Aber wir haben ihn seit Tagen nicht gesehen, obwohl Nathaniel behauptet, dass er noch lebt. Chemisch und der alte Colin sind wahrscheinlich auch dort. Aber sicher wissen wir das nicht. Wir haben Gerbasch, dem Wirt der Taverne zum Abendschatten, vor ein paar Nächten losgeschickt, um zu versuchen, den Rest der Stadt vor den Untoten zu warnen oder mit Thymoras Segen vielleicht sogar aus Kuldahar zu entkommen und Hilfe zu holen. Aber seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört. Verdammt, ich hätte an seiner Stelle gehen sollen. Noch schlimmer ist, dass Gerbasch den Schlüssel zum Wachturm hat. Wenn der in die Hände der Yanti oder dieses Tyrannos-Anhängers im Tal fällt, dann seid ihr nicht die einzigen Besucher, die durch die Vordertür kommen. Ohne diesen Turm können wir den Pass gleich ganz aufgeben. Schaut, wenn ihr es zufällig nach Kuldahar und zurückschaffen solltet, dann lasst mich doch wissen, ob ihr etwas über Gerbasch in Erfahrung bringen konntet. Wenn er am Leben ist, umso besser. Wenn nicht, dann brauchen wir den Schlüssel zurück, weil wir ihm sonst bald Gesellschaft leisten. Wenn es mir möglich ist, werde ich das tun. Wer sind Chemisch und Colin? Habe ich die Namen schon mal gelesen? Sie sind Vater und Sohn und sollten sich nach letzten Informationen immer noch in Kuldahar aufhalten, obwohl sie im Kampf keinen Pfifferling wert sind. Colin betreibt die Schmiede der Stadt. Bis es mit seinen Sinnen etwas bergab ging. Chemisch war als Kind mal Gefangener der Yanti, etwa zu der Zeit, als meine Familie von einer Bande Orks getötet wurde. Man sollte meinen, er wäre inzwischen fort, aber er ist geblieben. Ach, die haben wir mal im ersten Teil gerettet. Orks töteten eure Familie? Ja, das haben sie. Haben meine Vater und meine Schwester in der Mühle nordöstlich von hier getötet. Ich habe mich während des Angriffs im Keller versteckt. Ich habe gehört, wie meine Familie um Gnade gefleht hat und wie die Orks mein Haus auf der Suche nach Gold Stein für Stein abgerissen haben. Wollt ihr sonst noch etwas wissen? Ich fühle mit euch. Könnte ich euch jetzt noch ein paar Fragen stellen? Ja, was gibt's?
Wisst ihr, wer eigentlich überhaupt in Kuldaha? Im Moment nicht, Zipol. Wir fragen ihn nächstes Mal weiter aus. Das ist falsch. Den wollte ich drücken. Ja, und ihn können wir auch noch weiter ausfragen. Und hier geht's auch nirgendwo. Doch, hier geht's noch nach oben. Also müssen wir auch noch nach oben. Tja, schöner Mist. Was soll's. Bis dahin. Auf Wiedersehen.